So, es geht direkt weiter. Im letzten Part waren wir ja in dieser Koboldhöhle, haben da die abgehakt, die Schätze geholt. Und jetzt müssen wir mal wieder nach Hogwarts, because wir müssen zum Raum der Wünsche ein paar Sachen identifizieren, neue Pflänzchen und Tränkchen abholen. Auf mehr habe ich aber keine Lust. Ja, gucken, ob da irgendwas von besser ist. Nope. Nope. Ja, dieser Hut ist tatsächlich besser. Sieht aber trotzdem scheiße aus. Jetzt können wir natürlich auf dem Webstuhl noch da was reinweben in diesen komischen Hut. Stufe 3 kann ich da was reinmachen. Okay. Perfekt. Dann habe ich nochmal irgendwas verbessert. Da muss man, ist ja auch irgendwie so eine Nebenquest, dass man da so ein paar macht. So, hallo meine Pflanzen, wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Da bin ich gerade reingestürmt. Nochmal ein bisschen Mondstein. So, jetzt noch einmal bam, 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 bam. Ist auch hier ein Riesenraum, ne? Irgendwie fehlt mir hier auch noch so ein Wunschbaum. Aber ich brauche diese kackdiadelischen Schlüssel noch. Das heißt, ich muss hier irgendwann mal ein Hogwarts suchen, aber nee, ich habe da im Moment keinen Bock drauf. So, hier lang könnten wir mal gehen, da war ich auch noch gar nicht. Aber wir sind erstmal noch im Tal von Hogwarts. Das haben wir gemacht. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Da haben wir schon alles, dann gucken wir mal. Hier. Was gehört das? Ist noch Teil von Hogwarts. Das heißt, hier oben diese Höhle kann man mal machen. Und dann reisen wir einfach da mal schnell hin. Oh, hi, da ist ja eine Libelle. Ah, perfekt, dann kommen wir an diesem Händler vorbei. Hallo, Mr. Simi. Ja, Was kann ich jetzt? überspringen. Was verkaufen Sie hier? Sachen. Wie kann ich heute behilflich sein? Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, gerne. Und auf geht's zur Höhle. Ich meine, vielleicht sehen wir unterwegs noch irgendwas anderes. Ja, dieses Labyrinth, das habe ich aber schon gemacht. Meine ich jedenfalls. Ist das, steht da was zu? Ich habe ein anderes Labyrinth gemacht, oder habe ich das gemacht? Das mache ich dann vielleicht am Ende, wenn ich noch nicht 100% haben sollte. Kein Bock da jetzt reinzugucken, ich werde es dann eh wieder vergessen. Weil ich meine nämlich, ich habe das da schon gemacht. Oh. Dreck ne. Direkt eine böse Spinne mit dem Stein wegbämmen.
Komm, die X'en wir jetzt einfach, dann ist sie weg. Ey. Ich wurde gespinnenwebt. Das geht ja gar nicht. Oh, noch eine Riesenspinne. So, jetzt X'en wir die Riesenspinne. Jetzt drehen wir sie ein. Jetzt bombardieren wir sie. Jetzt machen wir Akio, um das zu machen, um das zu machen, um das zu machen, um das zu machen, um das wieder einzusammeln, um das drauf zu ballern. Um das drauf zu ballern, die Sachen einzusammeln. Jetzt kriegt die Panik. Jetzt ballern wir sie nochmal eine rein, ey. Hau doch nicht ab! Du hast mich angegriffen. Ich wollte nur meine Ruhe haben. Also wirklich. Mhm. Ich glaube, ich muss da hoch, um den Würfel runterzuholen. Okay. Vorher muss ich aber den Würfel finden. Ist er noch höher? Wo ist der Würfel? Ach, da ist er. Mhm. Ah ja, okay, da geht auch so ein Weg hin. Och nee. Oh. Nochmal eine X'en. Okay, keine Ahnung, warum das jetzt funktioniert hat. Und das vorhin nicht funktioniert hat. Gar keinen Bock mehr auf noch mehr Spinnen. Spinnen sind einfach nur ätzend und scheiße. Okay. Und jetzt einmal Feuer. Passt ja bei diesen Spinnensachen. Und dann kann ich einmal reingehen. Das war ja jetzt mal ein umkämpfter Schatz. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ja, das war doch jetzt schon gefährlich. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt hier noch mehr Spinnen warten. Ist nicht gefährlich. Einmal rumgehen. Hm. Jetzt ist da die Schatztruhe, dann kann ich jetzt auch wieder rausgehen. Alles für einen dunklen Kräuterkundlerhut. So. Revelio. Da ist auch noch irgendwas. Hier ist noch ein Schatz. Da irgendwie noch geheim. Oh, da muss man drauf landen. Also schweben wir da einmal noch mal hin. Und jetzt landen wir hier. Lumos. Zählt das jetzt? Oh, wie dumm. Ja, egal. Jetzt wollte ich hier hochgehen. Revelio. Weil hier ist nochmal so ein Schatz, der auch nicht auf der Karte zu sehen war. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Perfekt.
Dann noch diese Höhle hier. Okay, soweit ist sie gar nicht weg. Hier runter, nicht gegen den Baum fliegen. Also anstatt so normal runterzusteigen, lande ich hier einfach immer schon. Und landen. Hier. Bei den Horrorklumpen. Was würde ich für eine schöne Tasse trinken? Oh nee, bitte nicht. Mich angeschlichen, die sehen das nicht. So. Und sehr gut, ist es aufgegangen. Ich finde, so habe ich echt eigentlich die wichtigsten Zauber, die man am meisten braucht, immer dabei. Revelio. Hier sind überall so Art Fake-Räume. Gut, dann habe ich das geschafft. Es ging dann jetzt doch schneller als gedacht. Und die nächste Sache hier. Sumpfkratlerbau, Straßenköterversteck, Händler. Hier ist sonst alles. Das kann ich mal machen. Und dann die Merlins Aufgabe. Okay, schweben wir wieder an diesen Dingern vorbei. Und ich glaube, ich habe da Horrorklumpen gerade vergessen. Aber ist mir egal. Ah, da brauche ich, muss ich glaube ich höher fliegen. Ja, landen wir mal hier. Und schleichen uns an. Oh, wir das ist ja echt schwer. Nicht vergessen, da gibt's viel zu holen. Mucksmäuschen still hier. Nicht, dass mich das stört. Seid ihr mit Unengel? Das ist ein Lastien. Oh Mann, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Sollte das so etwas wie einen Angriff darstellen? Nein! Das sollte gar nichts sein. Es war einfach nur scheiße. Es ist schief gelaufen. Boah, ich bin runtergefallen. Okay. Laufen wir da wieder hoch. Du wirst etwas schneller sein müssen. Ja, das tat weh. Okay, abhauen. Oh nein, hier komme ich doch noch in irgendein Versteck von irgendwas anderem doofen. Wen ich sich denn da jetzt? So. Ich hoffe, die haben mega Powertränke für mich. Dass ich da jetzt so verkacke, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Revelio. Okay. Oh, hier ist schon die Minis-Aufgabe. Noch zwei Stück. Noch zwei Stück.
bis ich... Rest du, Moment. Gringo! Wo ist er denn jetzt? Der ist auch irgendwie nicht schlau. Der ist zwar irgendwie hoch, aber der macht nichts. Niemand wird glauben, dass ich ganz alleine eine Art Revelio. Dass ich ganz alleine was? Ach, das war ja gar kein Schatz. Sie hat mal wieder nur irgendwas geschlürft. Geschlürft. Wieso kann man da nicht landen? Aber man kann da hochklettern. Das muss man ja auch erstmal sehen. So. Bitte nicht sterben. Danke. Dann noch die Merlins Aufgabe. Das ist, glaube ich, wieder Steine zerstören. Habe ich die schon aktiviert? Revelio. Ja, habe ich. Okay, das kann ich sofort machen. So. Contringo. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Es könnten 5 sein, das könnten mehr sein, keine Ahnung. Contringo. Revelio. Ah, hier noch. Contringo. Ah, das ist zu weit weg. Und damit wäre das erledigt. So, dann geht jetzt noch zu einem Händler. Wir fliegen da aber eben hin. Ist ja kein Problem. Vor allem Besen ist auch echt am wendigsten und geht am schnellsten. Oh, da machen wir noch die Ballons da vorne. Und dann passt das schon. Ich glaube, ich habe jetzt einfach gepasst. Muss ich nochmal zurück. Ja. Ich habe die zu spät gesehen. Sorry. So, jetzt den hier noch. Und landen. Ach, Ahn ist das. Ich kann Ihnen nicht genug danken, dass Sie mir meine Karren gebracht haben. Ich hab gemalt wie besessen. Unglaublich, zu was einem solch Elend inspirieren kann. Danke fürs Vorbeischauen. Okay, und kommen Sie gerne wieder. Ja? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.